Ich lebe immer nach der Devise, die Meinung von Leuten, die ich nicht um Rat fragen würde, wenn es mir schlecht geht, ist mir egal. Und es gibt relativ wenige Leute, die ich um Rat frage. Und ich lebe mit dieser Devise eigentlich ganz gut. Und es lässt einem unglaublich viel Platz im Kopf, wenn man sich nicht um alles Gedanken machen muss, was irgendjemand gesagt hat. Viele von euch haben mir aber als Reaktion auf andere Podcasts schon gesagt, dass es ihnen schwerfällt, ihre Ziele umzusetzen. Und dass das auf lange Sicht am Selbstwertgefühl nagt. Das verstehe ich mega gut. Es gibt nichts Frustrierenderes, wie sich ein Ziel zu setzen und es dann nicht so recht erreichen, dann versuchen zu verdrängen und am Schluss müssen einsehen, dass man selber schuld ist, dass man es nicht erreicht hat. Und sich dann noch viel schlechter fühlt, wenn man sich eigentlich gar kein Ziel gesetzt hat. Ich kann euch aber einen Tipp mitgeben, wie dass man besser seine gesetzten Ziele erreichen kann, ohne dass man am Ende des Jahres das Gefühl hat, man hätte nichts erreicht, was man sich vorgenommen hat. Und das ist, überleg dir, was für ein Mensch willst du sein? Klingt blöd? Ist es vielleicht auch. Aber mir hat das mega geholfen. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Es ist wieder ein neues Jahr. Auf LinkedIn liest man die ganzen Jahresrückblicke von Menschen, die offenbar alles zu Gold machen, wo sie anlangen. Und auf Insta sieht man 2022 Reels von Leuten, die offenbar unglaublich viel Zeit für Ferien und Freunde haben. Und ich gucke so daheim und denke mir, damn, was mache eigentlich ich mit meinem Leben? Ich muss der allerlangweiligste Mensch sein, den es gibt, weil ich im 2022 kein Unternehmen gegründet habe, nicht meine Weltreise gestartet, mich verlobt oder irgendwie neu erfunden habe. Wenn ich an mein Jahr denke, ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, dass ich den Zeh gebrochen habe. Ich meine, das kann auch ein Highlight sein, aber ich glaube, das Bild will auf LinkedIn niemand sehen. Vor allem fällt mir kein Inspirational Quote dazu ein. Vielleicht «Don't break your zeh, it makes fucking weh». Anyway, warum erzähle ich euch das? Weil ich ziemlich sicher bin, dass es noch ziemlich vielen so geht wie mir. Weil wir nicht alles Erfinder und Millionär sind und auch nicht werden wollen. Aber irgendwie fühlt man sich manchmal trotzdem schlecht. Dabei steht unter den LinkedIn- und Instagram-Beiträgen nicht, wie viel Scheiß die Leute erlebt haben. Vielleicht hat der ein oder andere von denen ja auch etwas gebrochen. Oder einen netten Menschen verloren. Wenn man ehrlich ist, kann ja eigentlich jeder ein paar schöne Bilder finden und sie zu einem netten Reel zusammenschneiden. Und die Musik macht den Rest. Ich meine, ich bin 30 und ich muss auch noch brüllen, wenn bei Frozen die Musik anfängt. Aber im Endeffekt geht es uns ja allen gleich. Man erlebt Gutes und Schlechtes und die einen machen halt noch ein paar mehr Fotos von dem Guten, wo sie nachher zusammenschneiden können. Aber egal, wie viele Ferien andere gemacht haben, es heisst noch lange nicht, dass dann ihr Leben wegen dem perfekt ist. Viele starten darum schon deprimiert ins neue Jahr, weil man noch viel mehr sieht, was andere gemacht haben. Und man selber hat vielleicht auch viel gemacht, aber es kommt einem in dem Moment nicht in den Sinn, weil genau das hat man nicht gemacht. Ich frage mich zum Beispiel mega oft, wie andere Leute so viel in die Ferien können. Ich denke dann am Kopf, was verdienen die? Woher nehmen die Zeit? Und dann weiss ich im anderen Moment wieder, okay, mein Geld frisst Heu und ich bin schlussendlich lieber im Stall wie am Strand. Aber so ein bisschen vergleicht man sich eben doch. Wenn das mit dem Vergleich aber zu viel wird, dann wird es ungesund. Vor allem, wenn einem andere anfangen zu sagen oder das Gefühl geben, dass man etwas anderes machen sollte. Ausser es hat mit deiner Gesundheit zu tun, Rauchen ist scheiße, es stinkt und sollte man aufhören. Ich lebe immer nach der Devise, die Meinung von Leuten, die ich nicht um Rat fragen würde, wenn es mir schlecht geht, ist mir egal. Und es gibt relativ wenige Leute, die ich um Rat frage. Und ich lebe mit dieser Devise eigentlich ganz gut. Und es lässt einem unglaublich viel Platz im Kopf, wenn man sich nicht um alles Gedanken machen muss, was irgendjemand gesagt hat. Viele von euch haben mir aber als Reaktion auf andere Podcasts schon gesagt, dass es ihnen schwerfällt, ihre Ziele umzusetzen. Und dass das auf lange Sicht am Selbstwertgefühl nagt. Das verstehe ich mega gut. Es gibt nichts Frustrierenderes, wie sich ein Ziel zu setzen und es dann nicht so recht erreichen, dann versuchen zu verdrängen und am Schluss müssen einsehen, dass man selber schuld ist, dass man es nicht erreicht hat. Und sich dann noch viel schlechter fühlt, wenn man sich eigentlich gar kein Ziel gesetzt hat. Ich kann euch aber einen Tipp mitgeben, wie dass man besser seine gesetzten Ziele erreichen kann, ohne dass man am Ende des Jahres das Gefühl hat, man hätte nichts erreicht, was man sich vorgenommen hat. Und das ist, überleg dir, was für ein Mensch willst du sein? Klingt blöd? Ist vielleicht auch. Aber mir hat das mega geholfen. Mir hat der Tipp mal eine gute Freundin gegeben, als ich 24 war. Viele von uns denken immer an Sachen oder einzelne Aktionen, die wir uns als Ziel setzen.
Zum Beispiel mehr Geld sparen, mehr in die Ferien gehen, mehr Zeit für sich selber haben, mehr Sport machen, abnehmen. Aber wir vergessen dabei, was für ein Mensch das wir eigentlich sind. Jemand, der das Leben lang ein Couch-Potato war, Sport scheiße findet und gerne 11 Stunden schläft, der macht nicht einfach ab dem 1. Januar viermal in der Woche Sport, weil er mehr Sport machen will. Klar, vielleicht gibt es Einzelne, die das schaffen. Der Großteil nicht. Viel wahrscheinlicher ist es, dass es mit sehr viel Willen, dass vielleicht einen Monat gut geht und nachher ist man wieder in seinem Trott. Just Do It von Nike ist eben nicht so einfach, wie es klingt. Ich bin bis 24 auch ein absolut unsportlicher Mensch gewesen. Ich habe mir zwar jedes Jahr ein Fitness-Abo gekauft und vielleicht die ersten zwei Wochen bin ich auch wirklich regelmäßig gegangen. Aber nachher nicht mehr. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich einfach unsportlich gewesen bin und dass ich Schweizer sowieso irgendwie blöd gefunden habe. Weder in meinem Freundeskreis noch in meiner Familie war Sport wirklich ein Ding. Und daher hatte ich auch gar nicht jemanden, der mich irgendwie gepusht hat. Und ich allein habe es dann eben nicht geschafft. Heute stehe ich jeden Morgen vor 6 Uhr auf und gehe um 6:30 eine Stunde ins Fitness. Wenn mir das jemand mit 24 gesagt hätte, hätte ich vermutlich gesagt, Bro, geht's dir gut? Wie ist zu dem gekommen? Ich bin nicht auf den Kopf gegangen oder so. Also doch, schon ein paar Mal, aber an dem ist es nicht gelegen. Es war eine Mitbewohnerin von mir, die mir den Flo ins Ohr gesetzt hat. Ich habe im 2018 mit einer Amerikanerin zusammengewohnt, die jeden Tag am Morgen 20 Minuten meditiert hat. Und da muss man dazu sagen, sie war eigentlich so überhaupt nicht der Meditationstyp gewesen und vor allem hat sie unglaublich gern geschlafen. Ich habe sie dann irgendwann mal gefragt, Julia, wieso stehst du eigentlich am Morgen um 6:30 auf, um dann auf dem Boden zu sitzen und 20 Minuten die Augen zu machen? Das ist doch völlig blöd. Bleib doch einfach länger liegen. Die ganze Unterhaltung, die auf das gefolgt ist, kann ich jetzt nicht zusammenfassen. Aber die Quintessenz, sie hat sich jahrelang vorgenommen, mehr auf ihre psychische Gesundheit zu achten, mehr Selbstvertrauen aufbauen und mehr Zeit für sich selber zu haben. Und das hat alles nie geklappt. Darum hat sie sich vorgenommen, jemand zu sein, der zu sich schaut, was auch immer das beinhaltet. Und für ihren Tagesrhythmus hat sich dann am besten ergeben, am Morgen 20 Minuten Zeit für sich zu haben. Und wenn sie dann voll war und eigentlich noch nicht schlafen wollte, hat sie dann eben auf dem Boden meditiert. Wenn sie keine Zeit hatte zum Meditieren, dann hat sie am Abend ein Bad genommen. Weil am Abend hat sie keine Lust mehr gehabt, zum Umsitzen. Jetzt kann man sich fragen, ja, warum hat sie sich nicht einfach vorgenommen, jeden Tag 20 Minuten zu meditieren? Das wäre nicht das Gleiche. Und das musste ich auch verstehen. Weil dadurch, dass man sich vornimmt, ein gewisser Mensch zu sein, kann man gar kein schlechtes Gewissen haben, etwas nicht zu schaffen. Weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, an das Ziel zu kommen. Sie hat immer gesagt, ich will nicht meditieren. Meditieren ist langweilig und dann muss ich früh aufstehen. Sie hat sich aber vorgenommen, jemand zu sein, der zu sich schaut. Und meditieren war halt einfach ein Puzzleteil davon gewesen. Ich habe das recht inspirierend gefunden, weil ich mir auch immer viel vorgenommen habe, das dann schlichtweg nicht in mein Leben gepasst hat. Ich wollte Dinge machen, die nicht zu dem Menschen gepasst hat, wo ich schlichtweg war. Ich habe mir darum als Ziel genommen, ich bin ein sportlicher Mensch. Anmerkung, es spielt überhaupt keine Rolle, ob man zu diesem Zeitpunkt sportlich ist oder was auch immer man sich vornimmt. Ich habe mir das gross an meine Zimmertür geschrieben. Ich habe mir das jeden Tag gesagt. Und dann wird es plötzlich einfacher. Weil, was macht denn ein sportlicher Mensch? Der läuft zum Beispiel eine Bushaltestelle mehr, der trinkt genug Wasser, der bestellt eher einen Salat als Pommes. Es fängt mit so kleinen Sachen an. Und es sind genau die kleinen Sachen, die wichtige Gewohnheiten sind für spätere, grössere Ziele. Wenn ich mir das alles einzeln vorgenommen hätte, hätte ich das nie hergebracht. Wenn ich mir aufgeschrieben hätte, jeden Tag 30 Minuten ins Gym, mehr Salat wie Pasta essen, ein Bushaltestelle mehr laufen, mehr Wasser trinken und so weiter, dann hätte mich das nach zwei Tagen hart angeschissen. Würde es mich auch heute noch. So viel kann sich gar kein Mensch vornehmen, ohne dass es ihm ablöscht. Genau darum war es für mich hilfreich gewesen, mir zu überlegen, wer ich will sein. Und was eine Person, die das ist, also sportlich, würde machen oder wählen in dieser Situation. Das hat mir enorm geholfen. Und für all die, die das nicht recht glauben, mein erstes Fitnessziel war, dass ich 15 Minuten bis 6 Stunden Kilometer laufen kann. Ich habe das streng gefunden. Mein zweites, dass ich 3 Sit-ups schaffe. Heute renne ich problemlos 10 Kilometer in einer Stunde. Also, wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Meistens meint mir viel zu viel, was überhaupt nicht in unser Leben passt. Nein gesagt, just do it. Jede inspirational quote auf Instagram von irgendeinem Influencer am Strand mit einem Sixpack heisst No pain, no gain. Ja, schön für dich. Aber jeder Mensch hat ein anderes Leben.
Jeder Mensch bringt mehr Sport in sein Leben, aber nicht jeder Mensch will dafür am Morgen um 4 Uhr aufstehen, damit es in seinen Tagesplan passt. Und das ist voll okay. Just do it muss zu dir passen. Und wenn es nicht passt, dann brauchst du einen anderen Ansatz. Was Gym angeht, kenne ich auch viel, die strugglen. Ich kann nur sagen, wie ich das aufgebaut habe. Ich habe mir damals überlegt, was macht ein sportlicher Mensch? Ein sportlicher Mensch, der macht Sport. Egal, wie schlecht der Tag ist. Ich bin darum am Anfang jeden Tag ins Gym. Wirklich jeden Tag. Egal, ob krank oder fit, egal, ob Weihnachten oder Prüfungen. Aber manchmal bin ich auch nur mich umziehen und 5 Minuten aufs Laufband. Nun, ich bin gesehen. Ich bin ein sportlicher Mensch und Sport tut mir gut. Wenn ich jedes Mal eine Stunde ins Gym müsste, dann wäre ich an den Tagen, wo ich müde war, wo ich keine Zeit hatte oder wo ich am Kränkeln war, nämlich genau nicht gegangen, weil ich eine Ausrede hatte. Aber niemand hat eine Ausrede, um sich nicht ins Gym umzuziehen und 5 Minuten laufen. Und genau so bilden sich eben Gewohnheiten aus. Mir hat das enorm geholfen. Und sobald etwas eine Gewohnheit ist, man sagt so nach 28 bis 35 Mal, fällt es einem plötzlich schwer, etwas nicht mehr zu machen. Heute komme ich am Abend heim, rühre mein Zeug her, damit ich es vor dem 10 Uhr noch ins Gym arbeite, wenn es mir am Morgen nicht gelangt hat, weil das zu mir gehört. An meiner Zimmertür steht schon lange nicht mehr, dass ich ein sportlicher Mensch bin. Aber meine Gewohnheiten sind geblieben. Ich will nicht aus euch allen eine Sportskanone machen. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, seine Ziele so zu setzen, dass sie auch wirklich erreichbar sind. Dass man sich dann eben nicht in der Mitte des Jahres scheiße fühlt und erst recht Ende Jahr, wenn alle auf LinkedIn posten, was sie alles geschafft haben. Wer seine Ziele nicht kann erreichen, ist nicht unnütz oder schwach. Wer seine Ziele nicht kann erreichen, muss einfach ehrlicher werden damit, welche Art von Ziel ins eigene Leben passt. Und ich hoffe, dem einen oder anderen mit vielleicht ein bisschen können zu helfen. Falls ihr euch für mehr Themen rund um Selbstsicherheit und Umfeld interessiert, dann schaut doch bei meinen anderen Podcasts mal vorbei. Ich würde mich mega freuen. Bis nächste Woche, wenn es den nächsten Flugklartext gibt. Ich freue mich und bis dann.